Für Markus Hoffmann ist das Gedächtnis die Schatzkammer des Seins. Der Gedächtnistrainer und Keynote-Speaker ist einer der erfolgreichsten seines Faches. Basis seines Trainings ist die altgriechische Memotechnik, die auf Bildern, Fantasie und Kreativität beruht. Eignen Sie sich Wissen in einem Bruchteil der bisherigen Zeit an. Speichern Sie es nachhaltig ab und setzen Sie Lerninhalte unmittelbar in die Praxis um. Ob Schul- oder Erwachsenenbildung, spielerisch können auch Sie sich damit Fach- und Allgemeinwissen aneignen. Sie sind nicht ganz normal. Sie möchten sich jetzt mit dem Thema Gedächtnistraining auseinandersetzen? Ich meine, da haben wir doch eher negative Assoziationen, oder? Prüfungsdruck, Prüfungsstress, Auswendiglernen, Vokabellernen, freie Reden und Präsentationen vorzubereiten. Ich meine, das ist doch anstrengend. Oder nur für alte Menschen. Ich meine, dass wir uns nicht falsch verstehen. Gedächtnistraining ist nicht nur für alte Menschen, sondern vor allem in unserer jetzigen Leistungsgesellschaft unglaublich wichtig, auch für jüngere Menschen, die geistig flexibel und fit bleiben möchten. Es gibt ein paar Voraussetzungen für ein gutes Gedächtnis und die erste Voraussetzung ist geistige Aktivierung. Ich kann es also nicht in dieses Thema hineinwerfen, weil sonst sagen Ihre grauen Zellen, Moment, 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 ich bin ja noch gar nicht so weit, ich muss erstmal aktiviert werden. Und da habe ich Ihnen eine kleine Aktivierung mitgebracht, eine kleine Bewegungsaufgabe. Und stehen Sie jetzt auf vor Ihrem Bildschirm und wiederholen diesen Bewegungsablauf, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Wir beginnen mit der rechten Hand. Rechte Hand macht folgende Bewegung. Rechte Hand geht nach oben, dann nach rechts und dann nach unten. Okay, wiederholen Sie. Nach oben, nach rechts und nach unten. Die linke Hand macht folgende Bewegung. Eine andere. Sie geht zuerst nach oben und dann nach unten. Okay, noch einmal. Nach oben und nach unten. Einmal vielleicht noch, damit diese Taktfrequenz nie wieder vergessen wird. Nach oben und nach unten. Jetzt können Sie sagen, hey, was soll das? Gib uns doch eine größere Herausforderung. Okay, machen Sie bitte beide Bewegungen gleichzeitig. Beide Arme gehen nach oben, dann geht der rechte Arm nach rechts und der linke ist schon unten. Und wenn der nach unten geht, geht der linke Arm schon wieder nach oben. Und das machen Sie bitte jetzt so lange, bis Sie sich ungestört mit Ihrem Kollegen unterhalten können und gleichzeitig diesen Bewegungsablauf durchführen können. Los geht's! Jetzt habe ich noch eine kleine Übung für Sie. Dafür benötigen wir Stift und Zettel. Bei all den Denksportaufgaben kommt es in erster Linie darauf an, dass Sie sich mit der Aufgabenstellung auseinandersetzen. Die Lösung ist erstmal zweitrangig. Kleiner Tipp von mir, bleiben Sie cool und gelassen, der Weg ist das Ziel. Weil nur so werden die unterschiedlichen Gehirnregionen aktiviert und vielleicht sogar neue Verbindungen produziert. Mit diesen Übungen bleiben Sie die nächsten 30 bis 40 Minuten auf einem hohen Konzentrationsniveau. Die Aufgabe lautet, zeichnen Sie ein Quadrat mit drei geraden Linien. Los geht's!